Servus Leute, willkommen zurück zu Shantae and the Pirates Curse. Wieder mit Gast. Hi. Bisschen runtergekommen bin ich jetzt, bin aber immer noch sauer. Ich musste dir kurz die Schuhe stehlen. Du müsstest mir kurz die Schuhe putzen. Die Schuhe stehlen? Wenn, dann hätte ich deine Schuhe gestohlen. Das hättest du auch verstehen können. Viel Spaß. Ich glaube, die willst du nicht haben. Ich habe die kleinsten Füße, die es gibt. Ist der dunkle Keller, ist widerwärtig. Ich glaube, was ist Ben, Alter. Oh, so schön. Für alle, die wissen wollen, was ich gerade mache, ich bin total Drachen-Fan. Ich gucke mir gerade auf Amazon Drachenfiguren an. Zeig das Bild von einem Mädchen und zwei älteren Jungen. Ich denke mal, das soll die Vergangenheit oder so zeigen. Von Multitops? Kann gut sein, ja. Oh. Ein Medaillon? Ist das meins? Nein. Hier. Du gibst Medaillon. Ich wollte eigentlich den ganzen Weg jetzt zu Multitops zurücklatschen, aber gut, dass ich erst die Person angesprochen habe. Also, kommt das dir bekannt vor? Ja, irgendwie schon. Ich werde es mal öffnen. Oh, schau dir das an. Meine Brüder. Ich wette, die anderen beiden Zombies. Ich habe zwei Brüder. Jetzt kann ich mich ganz deutlich an sie erinnern. Der hier rechts, der so groß und hübsch ist, das ist mein großer Bruder. Und der da links, das ist so ein Dummkopf manchmal. Er ist auch älter als ich, aber nur ein bisschen. Sie haben früher immer auf mich aufgepasst. Aber, da sollte noch jemand sein. Kein Problem, beschreibe einfach, woran du dich erinnerst. Also in meinen Träumen kommt und geht sie. Sie ist hübsch und schlau und ich will genauso sein wie sie. Sie ist meine beste Freundin auf der Welt. Shanti. Aber wenn ich versuche, sie zu greifen, dann... Was dann? Ich weiß es nicht. Irgendwas geht dann immer schief. Ich muss sie irgendwie verärgert haben. Ich würde ihr einfach gerne sagen, wie wichtig mir ihre Freundschaft ist. Ich versuche, sie zu fassen. Aber sie rennt weg. Dann wache ich auf und bin wieder hier. Ich glaube, ich verstehe dich. Echt? Ja. Ich verspreche dir, ich werde deine Freundin finden und dir sagen, wie du dich fühlst. Oh, vielen Dank. Weißt du, ich denke, irgendwann kann ich diesen Ort wieder verlassen. Aber jetzt bleibe ich erstmal hier. Und träumen von unseren gemeinsamen Abenteuern. Oh! Es gibt hier noch jemanden, der deine Hilfe gebrauchen könnte. Du kannst ihn mit diesem Licht herbeirufen. Hab keine Angst, wenn du ihn siehst, okay? Auf die Hoffnungsflamme halten. Okay. Schön, dass es automatisch hochgegangen ist. Das Licht scheint selbstständig zu brennen. Oh, das war skillig. Funktioniert das bei diesen Steinen oder so? Okay, ich hab's versucht. Also, was ist deine Methode? Vielleicht bei den Steinen irgendwie testen, funktioniert das? Welcher Stein? Wo? Die Steine, wo du da vorhin die Probleme hattest. So die. Vielleicht da. Und wahrscheinlich kriege ich die mit irgendeiner neuen. Vielleicht kriege ich die mit irgendeiner neuen Technik weg, weil diese Steine haben wir ja schon mehrfach gesehen. Ja, danke. Nein, warum ducke ich mich nicht? Bin ich denn doof? Jetzt reicht's.
werde euch alle ausrotten. Boah, auf den Knöchel geschossen, zwischen die Beine, ja, es tut gut, nicht wahr? Ja, ich weiß, man hält meinen Controller, aber ist mir egal. Falsche Taste, wo? Weg hier. Stimmt man sich da oben hin? Das geht sich nie aus. Hä? Wie soll das denn gehen? Haut ab! Ich könnte... Ja, gerade ein Papier. Ja, danke. Da war ein Speicherfutze, den ich vorhin gesucht habe. Oh. Guck mal. Ne, das sieht nur so aus. Weil jetzt habe ich so ein Ding, weiß aber nicht, was ich damit machen soll. Hm. Ach, das war saudämlich von mir. Ja, das war noch saudämlicher von mir. Sag mal, bin ich irgendwie gerade... Ja, ich bin irgendwo reingefallen. Ich sehe nichts. Es muss doch irgendeinen Sinn ergeben. Irgendwie muss das ja führen, ne? Was habe ich aktiviert? Vielleicht den Käfig da oben? Ja, du hast recht, der ist ein bisschen zu mir gekommen. Ja, oh je, das kann jetzt werden. Dumme! Stärkste Trank, achso. Aber wie soll ich da denn hochkommen? Frage. Es geht sich ganz knapp nicht aus. Ah, jetzt. Oh. Das ist ja ein übler Pixel-Jump. Nur wegen sowas ja super. Ja, danke. Gibt mir zwar gar nichts, aber hey. Und jetzt? Magst du eigentlich Katzen? Ja, warum? Ich sprach nur. Toll.
sind wir schon bei solchen Themen. Mann, was muss ich mit diesem Ding machen? Hoffnungsflamme. Licht scheint selbstständig zu brennen. Hm. Dafür brauche ich ja ein selbstbrennendes Licht. An dunklen Orten. Einzige, was mir höchstens einfallen würde, wäre vielleicht bei dem Ding, aber da kannst du das ja nicht einsetzen. Wo der Typ da gesagt und immer so sagt, so, oh, du riechst schön und hübsch und so. Ja, das habe ich doch schon versucht. Hm. Ja. Das heißt, also wenigstens, wie ich da so nach unten komme. Da will ich hoch. Unmöglich. Oh. Hm. Oh, lecker. Ich weiß ganz genau, wie die Dose knackt. Das war noch Energy. Ich hab noch eine. Ich hab die gestern nicht angerührt. Oh. Red Bull in Purple ist einfach nur eine Empfehlung. Oh, das schmeckt so gut. Nein! Ah. Geht das wieder los? Ja, Fleischlitscher, genau das brauche ich jetzt. Gleich drei Stück auf einmal. Ich stopf dir die Lutscher rein. Falsche Taste, aber egal. Warum treffe ich die Spinne nicht? Boah, ich könnte... Ich glaube, heute ist wieder mal nicht mein Tag. Dumm. Dumm. Da ist ein Pech in letzter Zeit. Ja, da oben ist ein Herz, da will ich hin. Nein! Das war glaube ich zu viel, verdammt. Mann! Ich darf nie hin. Vielleicht ist unten irgendwo noch was. Was war das da? Ja. Ihr kommt wieder, ihr müsst wie ich, ja, super. Jetzt klangst du wie Chanté, wenn sie sich das Fleischlutscher ins Maul stopft. Ja. Hab grad was Schönes gefunden. Mmh. Merkt man, dass ich dieses so. Gebiet nicht mag? Ja, merkt man sogar sehr. Es sieht zwar geil aus, aber ich werde so oft getroffen hier. Es ist am Rande des nicht mehr lustig sein. Hui, und ich muss immer wieder aufstoßen wegen Energy. Hey. Ja. Diesen Hut kann man aber geile Speedrun-Tactics machen. Tschüss. Mann, jetzt habe ich schon so eine komische Fackel und weiß nicht, was ich damit machen soll. Mhm. Boah, mein Rücken juckt. Dann kratzt dich. Mach ich auch. Ei. Das Schlimme ist aber, wenn ich kratze, dann juckt das mehr. Das ist das Problem. Jetzt mal nachdenken. Wenn ich auch, was ist
Nicht Sky irgendwie helfen könnte, aber... Ich kann hier die Fackel zeigen, hallo? Oh ja, East Outfit da. Schon da hat sie anscheinend behalten. Du da. Ja, es sieht nicht so aus, als ob ich schneller wäre, aber am weitesten nix. Na ja, klar. Pazifisten-Mode. Nee, geht nicht. Ich habe schon jemanden getötet. Easy. La 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 la. Von dir liebst. Wer weiß, was du da gerade im Hintergrund machst. Trinken? Mhm. Was sagst du aber? Kann man dir glauben? Das will ich haben. Ja. Nein. Das erinnert mich an einen Fallschirmsprung. Das fällt mir jetzt erst auf. Wenn ich Whiskys Hut aufploppen lasse, dann habe ich dieses Bandana. Ganz so wenig umsonst, das halte ich im Kopf nicht aus. Jetzt habe ich auf einmal so einen Denkfehler. Keine Ahnung. Ich komme auch nicht weiter. Gerade. Ich bin auch am Überlegen. Dieses komische Wüstenschwert weiß ich. Ich nehme mal an, ich weiß, wo es ist und ich weiß auch, wie ich da durchkomme, aber wahrscheinlich brauche ich da ein neues Item oder eine neue Technik oder irgendwie sowas. Damit ich diese dicken Steine zerlegen kann. Und dann komme ich auch an viele andere Orte. Müssen wir dann wieder in die vorherige Welt oder wieder in eine andere? Ich habe keine Ahnung. Weil so haben wir ja auch immer die Techniken gekriegt. Pazifist Mode. So fass mich an. Naja, wenn die mich nicht anfasst, so fasse ich sie nicht an. Siehst du, die tun mir nichts, also mache ich ihnen auch nichts. Easy. Schieße alle. Und
richtig Spießwhisky auf. Schlampenmenzel, das heißt, ich müsste jetzt hier hin, oder? Vielleicht gibt es da ja noch irgendeinen Dialog oder so einen neuen. Oh, Feuer in der Wüste zu zünden, ist für mich irgendwie wenig sinnreich. Sinnvoll. Naja, wir haben theoretisch keine Eiswelt. Zumindest noch nicht. Jetzt habe ich Flashbacks von Banjo-Tooie. Kill sie alle. Oh, die Musik ist schön angenehm. Oh. Ja, weil hier müsste wahrscheinlich dieses komische Zauberschwert sein. Genau da, du Sau. Nicht das da. Es gibt schon Tai and the Pirates Curse auf 3DS. Das ist es, ja, das Spiel ist ja original auf dem 3DS. Hm. Ich hab ein 3DS. Könnt ihr spielen? Aber ich habe auch vor, Animal Crossing zu holen. Ja. Oh. Super, wenn das so weitergeht, habe ich null Fortschritt. So. Hier schmeckt mein Seele. Den kann ich auch nicht zerlegen. Hm. Nein! Oh, das war knapp. Ups. Ich wollte dich nicht aufspießen. Ich wollte mich drüber segeln. Monstermilch. Schön und gut, dass das meine Angriffskraft verschärft, aber... Geht's auch nach unten? Jetzt bin ich hier. Oh Mann, das gibt's doch nicht. Ja, Speedrun fast schon. Wäre ich jetzt nicht am Felsen hängen geblieben. Vorstellen, dass man das Spiel gut speedrunnen könnte. Könnte man nämlich auch. Und mit diesen Hoots, da kann man eine Menge skippen. Es klingt fast so wie ein ähnlicher Soundtrack aus Half Genie Hero. Vielleicht haben die auch ein paar Soundtracks, wie heißt es, recycelt. Hm. Könnte ich mir gut vorstellen. Naja, normalerweise ist das so bei einer Videospielreihe, dass generell bestimmte Soundtracks innerhalb der Reihe immer wieder verwendet werden. Zum Beispiel bei Mario oder Final Fantasy. Ja, bei Halo, wenn du wüsstest, wie viele Halo-Soundtracks sich fast gleich anhören, trotzdem unterschiedlich sind. Also Halo, ich weiß gar nicht, welchen Teil ich gespielt habe mit meinem Bruder. Ui. Ich fühle mich so dumm. Oh,
Schlürf, schlürf, schlürf. Junge, nicht so offensiv. Nicht so offensiv hier. So, das war Shantae the Pirate's Curse. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Für euch.